Ich liebe Dragon Ball. Und genauso wie ich Dragon Ball liebe, liebe ich auch Dragon Ball Z. Es ist ein Teil meiner Kindheit und bis heute eines meiner Lieblingsserien. Dragon Ball ist eine Serie über Abenteuer, Freundschaft, Charaktere, die das Kämpfen lieben und ihre Welt beschützen wollen vor Bösewichten, die sie bedrohen. Wachstum ist dabei das Stichwort und das ist das perfekte Konzept, um ein Action-Rollenspiel zu erfinden, welches im Dragon Ball-Universum spielt. Was sich die Japaner dabei dachten, ist allerdings das hier. Also versteht mich jetzt nicht falsch, die Dragon Ball Z Karten-Videospiele sind jetzt nicht schlecht, aber wenn ich an Dragon Ball denke, dann denke ich doch eher an was Actiongeladeneres. Und nun ja, neben den Dragon Ball Z Kartenspielen kamen auch Dragon Ball Z Beat'em-Ups, was das nächstgelegenste wäre, aber leider sind die nicht wirklich gut. Sie sind bestenfalls durchschnittlich gut und bieten eigentlich kaum Singleplayer-Content. Und genau das will ich haben. Ich habe keine Freunde, mit denen ich das spielen kann. Ich will das alleine spielen. Doch Anfang 2000 wurde Dragon Ball Z auch im westlichen Bereich beliebt. Und somit dauerte es nicht lange, bis auch ein amerikanisches Studio angefangen hat, ein Dragon Ball Z-Spiel zu entwickeln. So erschien im Jahre 2002 Dragon Ball Z, das Erbe von Goku. Entwickelt von Webfoot Technologies. Das ganze Spiel behandelt die Saiyajin-Saga und die Freezer-Saga. Und dieses Spiel ist endlich ein Action-Rollenspiel. Man kann rumlaufen, Gegner vermöbeln, stärker werden, neue Fähigkeiten lernen. Genau das, was ich für ein Dragon Ball Z-Spiel erwarte. Und wisst ihr was? Das Spiel ist scheiße! Meine Güte, wo soll ich nur anfangen? Schon bereits das Intro ist schlecht. Ich meine, wie verpixelt das ist. Ja, es ist beeindruckend, für einen Game Boy Advance Full Motion Video einzufügen, aber wenn es so pixelig aussieht, dann ist es doch das auch gar nicht wert. Ich schätze, wir fangen dann mal an mit der grafischen Darstellung des Spiels. Betrachten wir mal dieses Bild. Auf den ersten Blick sieht die Grafik gar nicht schlecht aus für Game Boy Advance Verhältnisse jetzt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, dass die Größenverhältnisse einfach überhaupt nicht stimmen. Ich meine, wie groß ist Son Goku im Vergleich zum Haus? Der passt doch gar nicht in die Tür da rein. Was ist das? Und das war erst der Anfang. Seht euch erstmal Großvater Gohans Haus an. Wie winzig das ist. Son Goku passt der da gar nicht rein. Warum designt man so ein witziges Haus? Warum ist die Grafik des Spiels so inkonsistent? Und wenn ihr jetzt dachtet, das sei schon alles, nee, dann habt ihr euch geirrt. Die Face-Grafiken der einzelnen Charaktere sehen scheußlich aus. Sie sind viel zu klein und furchtbar verpixelt. Zudem haben sich die Entwickler entschieden, die mit Abstand dümmsten Gesichtsposen zu nehmen. Das Spiel nutzt gelegentlich mal vorgerenderte Hintergründe, die an sich gar nicht schlecht aussehen, aber überhaupt nicht mit den restlichen Grafiken des Spiels harmonieren. Grafik muss zusammenpassen. Man kann nicht einfach so ein Bild aus der Serie nehmen und es einfach so reinklatschen. Das funktioniert so nicht. Das Spiel sieht grafisch aus wie ein schlechtes RPG-Maker-Spiel und ich wette, man könnte das Spiel genauso wie es ist im RPG-Maker umsetzen. Da bleibt jetzt nur die Frage, spielt es sich auch wie ein schlechtes RPG-Maker-Spiel oder ist das Gameplay sogar halbwegs brauchbar? Nein, es ist scheiße.
Absolute Scheiße. Das Kampfsystem versagt auf technischer Ebene, noch macht es auf irgendeiner Weise Spaß. Son Gokus Hitboxen sind so fehlerhaft, dass man Gegner nicht treffen kann, wenn man zu nah an ihnen ransteht, wo man sie denn eigentlich treffen sollte. Zudem haben die Schläge kein Knockback, weshalb es unmöglich ist, Gegnern auszuweichen. Das Beste, was man also machen kann, ist Energiestrahlen auf Gegner schießen, weil die Reichweite haben und vor Gegner weglaufen. Ich meine, wie lame ist das denn? Dragon Ball Z, da geht man zum Gegner hin und vermöbelt ihn. Wenn es die beste Strategie ist, wie eine Pussy zu kämpfen, dann ist das doch kein Dragon Ball Z mehr. Und wie gesagt, macht es auch gar keinen Spaß, so zu kämpfen. Das Kampfsystem verkackt also auf ganzer Linie. Das Spiel liefert viele Sidequests, was ich generell gut finde, doch die Belohnungen für die Aufgaben sind nicht existent. Also man kriegt lediglich Erfahrungspunkte dafür, aber ich möchte Belohnungen haben. Ich möchte Items kriegen, Sensobohnen, irgendwas. Aber nicht nur Erfahrungspunkte, die kriege ich auch durchs Vermöbeln von Gegnern. Wie in der TV-Serie hat man auch die Fähigkeit zu fliegen, doch diese ist sehr inkonsistent. Zum Beispiel, man kann nicht einfach so hier Hügel rauffliegen. Man kann Hügel nämlich nur von unten herauffliegen. Wie inkonsistent ist das denn? Ja, ich weiß, ich verwende das Wort inkonsistent schon ziemlich häufig in diesem Video, aber genau das ist es auch. Das Spiel ist ein inkonsistenter Mist. Es gibt keinen Grund, eine Fähigkeit, das Fliegen einzubauen, wenn man nicht überall hinfliegen kann. Sowas frustriert den Spieler sehr. Zudem ist Son Goku in diesem Spiel unglaublich langsam. Man könnte erwarten, dass Son Goku, einer der stärksten Charaktere im Anime-Universum, schneller rennen könnte. Aber nein, man ist die ganze Zeit einfach nur sau langsam. Und er ist so schwach, dass Wölfe einen mit Leichtigkeit töten können. Das Spiel ist also schon mal grafisch und gameplay-technisch schlecht. Also kann es ja eigentlich schon nicht mehr gut werden. Aber den letzten Rest werden wir wohl auch noch analysieren. Die Story ist ja einfach nur die von Dragon Ball Z. Also was kann man da eigentlich falsch machen? Einfach nur alles. Alles kann man da falsch machen. Zum Beispiel ist die deutsche Übersetzung wirklich furchtbar. Wir Deutschen sind es ja gewöhnt, dass Son Goku und Son Gohan eben mit Son ausgesprochen werden. Aber hier heißen sie nur Goku und Gohan, was mich immer sehr stark irritiert. Saiyajins zum Beispiel werden Saiyan genannt und Yamchu wird Yamcha genannt, was alles die englischen Bezeichnungen sind, aber nicht die deutschen. Also die Übersetzer hatten wirklich nicht den geringsten Schimmer, was Dragon Ball Z eigentlich ist. Zudem sind die Dialoge nicht gut geschrieben. Immer wenn Son Goku spricht, habe ich nicht das Gefühl, dass er das sagt. Die Writer hätten sich viel mehr mit den Charakteren beschäftigen sollen von Dragon Ball Z. Der Anfang sieht allerdings recht vielversprechend aus. Son Goku und seine Freunde befinden sich auf der Insel des Herrn der Schildkröten und alles scheint super zu sein. Aber was meint ihr wohl, ist unsere allererste Aufgabe in diesem Spiel? Wenn ihr auf Pornohefte sammeln gekommen seid, dann habt ihr absolut recht! Unsere erste Aufgabe des Spiels ist es, Pornohefte für Mutenoshi zu sammeln. Und nein, es ist keine optionale Quest. Es ist notwendig, um das Spiel voranzuschreiten. Unsere erste Aufgabe, Pornohefte sammeln. In Dragon Ball Z. Was zum... Mir fallen unzählige Möglichkeiten ein, wie man ein Dragon Ball Z Spiel besser beginnen könnte. Zum Beispiel ganz am Anfang der Serie, da musste Son Goku, Son Gohan vor einem Säbelzahntiger retten. Warum hätte man das nicht als allererste Quest machen können? Das hätte thematisch zur Serie gepasst. Aber doch nicht Pornohefte sammeln, das ist für allerhöchstens eine dämliche Sidequest, die man mal machen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass man eine Quest machen kann, die noch dämlicher ist, es als Ratten im Keller zu töten. Die Inszenierung der Story ist zudem echt grausam schlecht. Zum Beispiel Raditz ploppt einfach so auf. Guck, da bist du ja Kakarot und alle so, was geht hier ab? Ah, du bist mein Bruder Kakarot, jetzt komm, töt mir Menschen. Und Son Goku denkt sich so, what the fuck, da ploppt so ein Typ auf und sagt, hey, du bist mein Bruder, du musst jetzt Menschen töten, komm mit. Und es ist einfach durcheinander. Also wenn man nicht die geringste Ahnung hat von Dragon Ball Z, dann ist man einfach nur verwirrt. Und ich habe Ahnung von Dragon Ball Z, ich bin immer noch verwirrt.
Ich weiß, die Darstellungsmöglichkeiten auf dem Game Boy Advance sind technisch begrenzt, aber trotzdem kann man auf dem Game Boy Advance viel bessere Cutscenes darstellen als diesen Scheiß hier. Also die Entwickler waren wirklich echt unerfahren und die kriegen die Lizenzen, um ein Dragon Ball Z-Spiel zu machen. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich meine, wir auch. Das ist ja die Hölle, das Spiel durchzuspielen. Aber von dem, was ich erfahren habe, lernt man die Kamehameha-Welle von Meister Kaio. Son Goku lernt die Kamehameha von Meister Kaio. Ich meine, ich verstehe, dass die wollten die Kamehameha nicht gleich zu Beginn zur Verfügung stellen. Aber dann, warum nicht dann einfach den Herrn der Schildkröten als Meister nutzen, um die Kamehameha zu lernen? Vielleicht einfach sinnvoll in die Serie integrieren, aber nein! Man muss natürlich wirklich dämliche Anpassungen an der Story vornehmen, die einfach keinen Sinn ergeben. Ach, und die anderen Z-Kämpfer sind auch vertreten. Allerdings können sie nicht mehr außer rumstehen und sinnlose Gespräche mit dir führen, die dir seltsamerweise 500 Erfahrungspunkte bringen. Ich meine, die bringen mehr Erfahrungspunkte als das Lösen von Zeitquests. Wieso? Ich schätze, ich muss nicht noch weiter erwähnen, wie schlecht die Umsetzung der Story von Dragon Ball Z ist. Die ist schlicht und ergreifend grauenhaft. Ihr wollt mein Fazit dazu hören? Ihr wisst doch, was ich über das Spiel denke. Was wollt ihr von mir? Was stimmt mit euch nicht? Ich hab erst wieder nicht geguckt. Mann! Das Spiel ist jedenfalls scheiße, weil wir sind wahrscheinlich dazu verflucht, niemals gute Dragon Ball Z Action-Rollenspiele zu besitzen. Warum? Warum ist es so schwer, ein gutes Dragon Ball Z Action-Rollenspiel zu machen? Aber wisst ihr was? Dragon Ball Z, das Erbe von Goku, hat sich mehr als 1 Million Mal verkauft, obwohl es so scheiße ist. Wahrscheinlich nur, weil Dragon Ball Z im Titel stand, anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären. Das ist natürlich am besten, wenn eine Firma eine Scheiße produziert und dafür auch noch bezahlt wird. Das habe ich am liebsten. Und wisst ihr, was das heißt, wenn ein Spiel sich ganz oft verkauft? Ja, richtig! Es bekommt eine Fortsetzung! Natürlich, eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten muss eine Fortsetzung bekommen, damit sie noch mehr Kacke produzieren können. Ja, natürlich! Diesmal ist sogar das Cover total daneben. Ich meine, in dieses Spiel spielt in der Cell-Saga. Und sag mir jetzt bitte, was falsch an dem Bild ist. Ich glaube nicht, dass der erwachsene Son Gohan und Kid Trunks da reingehören in der Cell-Saga. Warum? Kann ja also nur noch schlimmer sein als der erste Teil, ne? Das Spiel ist gut.